machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Teigen, die Verbindung trennen. So. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Schadensbericht. Wir haben ein Problem. Nur eins? Sie haben draußen eine Art Stachel fallen lassen. Er generiert die gleiche Art von Impuls, der uns vom Himmel geholt hat. Sie wollen nicht uns, sondern das Schiff. Können Sie das nicht irgendwie umgehen? Nicht von hier. Unser Antrieb bleibt tot, solange er da draußen ist. Commander, wir müssen es auf die altmodische Art tun und den Stachel zerstören, um hier rauszukommen. Die Aliens dürfen das Schiff nicht bekommen. Menace 1-5, Situation kritisch. Primäre Avenger-Systeme sind offline und Feinde rücken vor. Shen, wie ist die Lage? Commander, wir haben einen kritischen Systemfehler. Die Avenger ist lahmgelegt. Leite Reserveenergie zu den Scannern um. Sie empfangen eine starke Strahlungsquelle in der Nähe. Wir müssen finden und vernichten, was immer unsere Systeme stört. Vielleicht ist unser Problem noch größer, Commander. Wir empfangen Funkverkehr. Dutzende von Advent-Transportern sind zu uns unterwegs. Und sie haben Kampfschiffe dabei. Die Aliens schicken alles, was sie haben. Wir müssen dieses Schiff vom Boden kriegen, sonst schaffen wir es nicht. Thank you.
Stehe unter Beschuss! Ich fühle mich nicht so gut! Das sieht hässlich aus! Dann mache ich das einfach. Commander, wir müssen verhindern, dass sich die Truppen Zugriff auf die Avenger-Systeme verschaffen. Wenn sie die Originalsteuercodes haben, könnten sie den Energiekern herunterfahren. Und dann kommen wir nicht mehr hier weg, bevor sie uns überrennen. Wie viele waren das jetzt? Central, Commander, ausgezeichnet. Meine Analyse der fragmentierten Codex-Daten ist fast fertig. Die Informationen, die ich gefunden habe, überwiegen bei weitem den Verlust der Schattenkammer. Sehen Sie. Ist das ein Ältester? Ich habe mindestens ein Jahrzehnt keinen gesehen. Ja, und ich glaube, ich weiß jetzt warum. Die Ältesten scheinen unter einer aggressiven Form des Gewebeschwunds zu leiden. Rapider Muskelabbau, den ich so nicht für möglich gehalten hätte. Sie sterben also? Unsere Arbeit ist wohl gerade etwas einfacher geworden. Wie bei allem in Bezug auf die Ältesten ist es leider nicht ganz so einfach. Die Ältesten suchen schon seit Jahrhunderten verzweifelt nach einem Heilmittel. Jedes Mal, wenn sie eine neue Spezies entdeckten, sicherten sie so viele genetische Daten und Material, wie sie brauchten, und reisten zur nächsten Welt. Bis jetzt. Ich glaube, sie haben in uns etwas gefunden. Etwas, das so wichtig ist, dass sie hier Wurzeln schlagen. Ein Heilmittel? Das weiß ich noch nicht so genau. Mehrere Schlüsseldateien wurden bereits gelöscht. Im Zuge einer sogenannten Avatar-Direktive.
Avatar. Wir brauchen diese Dateien. Hätte ich Zugriff auf einen voll funktionsfähigen Codex, könnte ich die Daten vielleicht bergen. Oder dieses Mal das ganze Schiff hochjagen. Dafür brauche ich die Kreatur nicht hier, Bradford. Ich bin sicher, dass ich aus der Ferne auf sie zugreifen kann. Solange ihre Soldaten im Kampf nahe genug an sie herankommen, ohne sie zu zerstören. Das kriegen wir hin, Doktor. Wir sehen hier etwas völlig Neues. Eine Alienspezies, die bislang der Gefangennahme oder Beobachtung durch Widerstandstruppen entgehen konnte. Ich rate dringend zu vorsichtigem Vorgehen. Der Archon ist das Ergebnis einer aufwendigen Fusion von Alien-Biomaterial mit fortschrittlichen mechanischen Unterstützungssystemen und stellt an Alien-Standards gemessen ein außergewöhnlich verspieltes Design dar. Seine einzigartige Erscheinung versprüht einen Hauch von Autorität. Und ich kann nur vermuten, dass die Aliens ihn als eine Art Herold für ihre restlichen Truppen entworfen haben. Die Geschütze, die Advent in ihren Einrichtungen und an Sicherheitskontrollpunkten einsetzt, sind auf ähnliche Weise automatisiert wie die mechanisierten Alien-Einheiten. Sie haben scheinbar viel Zeit auf die Entwicklung der optischen Sensoren und Zielsysteme verwendet, die Shen nach der Demontage sicher gründlich untersuchen will. Diese furchterregende Kreatur, die wir Berserker nennen, ist genetisch eindeutig verwandt mit den anderen Muton-Spezies, denen wir auf dem Schlachtfeld begegnet sind. Aus bislang ungeklärten Gründen zeichnet sich diese spezielle Variante durch eine einzigartige Eigenschaft aus, die sich nur als blinde Wut beschreiben lässt. Einen Kampfdurst, wie wir ihn von keiner anderen Kreatur kennen.